GGM Gastro und Frank Rosin, wir kochen für euch und zwar Rumford. Kennt ihr Rumford? Alles, was rumliegt und fort muss. Das ist Resteküche, Resteverwertung. Und ich habe hier ein paar Sachen. Hier, guck mal, Paprika, eine angeschnittene Tomate, ein paar Pilze, ein bisschen Geflügelfleisch. Ja, also Dinge, wo man sagt, was mache ich denn jetzt damit? Zeige ich euch. Ich darf nämlich heute mit dem Induktions-Wok-Gerät von GGM Gastro kochen. Und der ist wirklich mega. Sofort die Temperatur da, hält die Temperatur gut und ist sehr gut einzustellen. Vor allen Dingen auch portable. Das heißt, man kann ihn ins Auto packen, irgendwo hinfahren, wenn man Catering macht oder außer Haus und kann damit auch kochen und arbeiten. Sehr, sehr gut. Hier, ganz einfach zu bedienen, einfach auf On, Temperatur und dann die Temperatur einstellen und dann geht's schon los. Legen wir los. Also, ich habe ja gesagt, alles was rumliegt und fort muss. Ich habe hier noch ein paar Shiitake-Pilze, die kann ich so schön auseinanderreißen hier, das seht ihr. Dann habe ich hier noch eine kleine Zucchini liegen. Schnibbeln wir auch hier schön hier rein. Dann habe ich hier noch eine schöne rote Zwiebel übrig. Dann habe ich hier etwas Zwiebellauch oder Frühlingszwiebeln, wie man sie auch gerne nennt. Brokkoli. Stiel abschneiden und dann den Stiel mitverwenden. Gerade in der asiatischen Küche ist der Stiel des Brokkolis für das Aroma eines Wokgemüses sehr, sehr wichtig. Pak Choi, das lasse ich so halb, weil ich das nachher schön zusammen, also als Ganzes essen möchte. Warum? Das zeige ich euch jetzt. Etwas Öl. Ab in den Wok. Und jetzt braten wir erstmal Pak Choi an. Super im Wok. Guck mal her. Dann habe ich da Pfeffer. Schön salzen, schön Pfeffer, sieht gut aus. So, schön kross, ah, guck mal hier, das ist toll, ganz toll. Etwas mit Weißwein ablöschen und kurz in den Weißwein schmoren. So, Kohl und Weißwein ist eine Symbiose, müsst ihr probieren, richtig, richtig lecker. So, einfach ein Stück Butter dazu. So, Pak Choi hat jetzt gekocht. Jetzt nehme ich einfach die Wokpfanne und lege das marinierte, vorbereitete Gemüse hier rein. Jetzt gebe ich etwas Fleisch hinzu. Ich habe hier wunderschöne Maishähnchenbrust. Das ist das Schöne. Der Geschmack des Gemüses bleibt jetzt in der Pfanne. Jetzt gebe ich schön das Fleisch hinzu, langsam anbraten, auch gleich noch ein bisschen ziehen lassen. Und wer denkt, dass man in einem Wok nur asiatische Gerichte zubereitet? Überhaupt nicht. Da kann man alles reinmachen. Auch sofort etwas würzen. Schöne Röstaromen, sehr, sehr gut. So, jetzt schiebe ich das Fleisch an die Seite und jetzt gebe ich mein Gemüse dazu. Das ist das Schöne an einem Wok. Ich kann alles in einem machen. Schaut hin, Fleisch an die Seite und jetzt das Gemüse. Und das duftet, ja. Dieses Kohlige, was jetzt schon rüberkommt und das etwas kross angebratene Fleisch, ja. Wunder, wunderschön. In der Zeit, wo das Ganze brät, nehme ich mir jetzt hier noch meinen Brokkoli. Ich brauche nicht alle, nur ein paar. Ich schneide sie mir zurecht. Hier, so, so. Die kommen jetzt auch noch dazu. Und den Rest meiner Tomate, die ich noch habe. Einfach so ein bisschen grob runterschneiden. Das ist eine schöne à la minute Küche. So, das kommt auch hinzu. Boah. Ein bisschen Sahne. Optimal. Das geht wirklich auch nur, wenn man das hier in so einem Wok macht. Dann nehme ich mir meine Petersilie. Dann habe ich hier noch ein bisschen Schnittlauch. Meine Minze hier. Oh, super schön. Basilikum. Super. Und Balsamico-Essig. So. Und ein bisschen davon. Währenddessen kocht mein Gemüse. Ein paar Pinienkerne dazu.
ungeröstet. So. So, und nehme ich mir meinen schönen Teller und richte mir das hier richtig schön an. So. Pilze, Zucchini, der Brokkoli schön mit Biss, ja? Ganz, ganz toll. So, dann ein Stückchen Fleisch dazu, ja, schön angerichtet. Und jetzt schöne Kräutersalat, schaut euch das an. Und wenn ihr möchtet, machen wir noch eine Tomate hinzu. So, jetzt hört mal. Meine Rumfortküche. Alles, was rumliegt und fort muss. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und wo zubereitet? Im Induktionsvorgerät von GGM Gastro. Mega. Guten Appetit.